Hallo, liebe Freunde des PBHub. Ich bin's wieder, euer Sascha Röder oder besser bekannt als ICPMS. Und ich wollte euch zeigen, was wir am Kill & Grill für Paint da haben. Und zwar wird es dieses Jahr Paint von Ballern geben. Wir können mal schauen. Bis jetzt habe ich nur Gutes drüber gehört. So sieht sie aus. Das ist so. Was ist das für eine Farbe? Das sieht aus wie früher, so Leuchtfarbe. Ich glaube aber nicht, dass sie leuchten. Also hier so was Weiß-Gelbliches und Schwarz. Mal aufmachen. Die sehen super, super rund aus. Man sieht auch jetzt hier irgendwie keine Feuchtigkeit im Sack. Alles tipptopp. Ich habe gehört, es ist ein Trainingsball. Also jetzt nichts, was super brüchig ist. Richtig satte, neongelbe Füllung. Mit bisschen Schmackes gehen die auch ganz gut auf. Nö, ist nicht verkehrt. Ist jetzt nicht so wie früher die krasse Dye Paint, die man irgendwie aus Knöchelhöhe fallen lässt. Jetzt Hüft hoch. Oh, Hüft hoch geht kaputt. Guck, Knie hoch. Knie hoch nicht. Hüft hoch. Ja. Denk mal solide. So, und da wollen wir doch mal schauen, wie die Paint von Ballern sich schießt oder ballert. Uhra. Würde ich sagen.